King of the Streets, Robbie Brown gegen Chapo 187. Lass uns mal diesen Kampf gemeinsam anschauen. So, der erste Fighter ist Chapo 187, Street Fighter aus Italien. 65 Kilogramm schwer, für 1,75 Meter groß, 27 Jahre alt. Sein Gegner ist der Robbie Brown. Er ist ein Street Fighter aus England, 65 Kilogramm, 1,68 Meter und 27 Jahre alt. 20 Sekunden. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ja? Oh, energisch mit dem Kick direkt schon begonnen. Uiuiui. Oh, und der Kampf geht direkt zu Boden. Das ist natürlich immer das Gefährliche, ne, bei Straßenkämpfen, wenn es dann zu Boden geht. Mal sehen, wie die beiden... Oi. Oh, jetzt wird's gefährlich. Side Control. Ich glaube, der will jetzt gleich rüber in die Mount. Oh, das hat jetzt natürlich auch echt viel Energie gekostet, ne? Sich so festzuhalten und ihn an sich ranzuziehen, damit er nicht die Distanz hat. Aber jetzt hier dieser Robbie Brown oder Bobby Brown ist jetzt auf ihm drauf. Also ich sag, jetzt ist der Kampf gleich vorbei. Der wird ihm jetzt hier gleich zwei, drei richtig harte Hände zum Kopf geben, paar Ellbogen und dann ist das Ding vorbei. Oh mein Gott, Alter, der hat sich doch selber fast gerade ausgenockt. Habt ihr das gesehen? Wie er in den Rear Naked Choke hier reingegangen ist? Schaut mal. Hat den Rücken... Boah, knallt hier richtig hart mit dem Schädel auf den Boden auf. Während er den Rear Naked Choke in den Griff bekommt. Schaut mal. Voll mit der Fresse selber auf dem Kopf gelandet, auf dem Boden gelandet. Boah, böse, ja, da kann natürlich, wenn du da blöd landest, kann es natürlich auch sein, dass du dich da selber ausknockst, aus Versehen, ne? Aber Rear Naked Choke ist drin, das Ding ist durch. Der kommt da nicht mehr raus. Der geht gleich schlafen. Obwohl, nein, hat sich gut verteidigt. Ah, jetzt schläft er. Er schläft. Stark gemacht. Ja, der Typ. Ein MMA-Fighter auf jeden Fall. Aber warte mal, waren Submissions eigentlich nicht erlaubt? Oder wie war das nochmal? Win by KO or Submission only? Früher war das so, dass Submissions abgemacht werden mussten unter den Fightern. Also früher war das so, man konnte nur durch K.O. gewinnen oder wenn einer aufgibt. Und dann stand, Submission muss vorher abgemacht werden. Also die müssen dann sagen, okay, machen wir Grappling, Submission-Griffe, ja oder nein. Hier steht jetzt, also das ist jetzt offiziell mit in den Regeln drin, dass es erlaubt ist. Und auch schau mal, only the winner takes home the prize money. Ich kenne jemanden, der bei King of the Streets gekämpft hat und der hat mir gesagt, was er bekommen hat für einen King of the Streets Kampf und der hat jetzt schon ein paar Mal bei King of the Streets gekämpft. Nicht Tom, aber jemand anderes. Wisst ihr, was er bekommen hat für seinen King of the Streets Kampf? Es ist wirklich absolut geisteskrank. Ratet mal, was der bekommen hat für seinen King of the Streets Fight. 300 Euro für einen King of the Streets Kampf. Digga, das ist Hardcore, ja? Das ist ehrlich Hardcore, Mann. Digga, ist der krank oder was? Der hat gesagt, der hat keinen Schlag ins Gesicht bekommen und er soll ihm jetzt noch eine reinhauen. Und der Typ zieht hier gerade voll auf und er haut ihm jetzt wirklich eine auf die Fresse. Das willst du mich doch verarschen, oder? Ey, die Typen sind auch absolut geisteskrank. Ey, die haben einen Dachschaden. Ich weiß ehrlich nicht, was das ist, ne?
Junge, was ist das eigentlich für ein Dachschaden, den die Leute haben, die dort am Start sind? Was war das? Der hat den Schlag weggesteckt, als wäre das nichts gewesen. Ey, das war auch echt ein böser Treffer, Mann. Ja, okay, nevermind, war doch kein so böser Treffer. Der hat ihn nicht richtig erwischt. Ja, aber trotzdem verrückte Kerle, ja, ich schwör's euch. King of the Streets ist schon ein bunter Haufen von verrückten Leuten, ehrlich. Und das für 300 Euro, Mann.